Hallo und herzlich willkommen zurück bei grausig gemeinsam durchgelitten Dark Souls. Stehen schon wieder vor dem Dreiergespann Boss, vor den Ruinenwächtern. Wir sagen jetzt einfach, wir laufen immer hier vor und machen es denn. Wir probieren jetzt neue Taktiken. Wir haben jetzt einen Dunkelheitsschaden, den man auf die Waffe raufmachen kann. Haben jetzt mal unsere Schnellleiste raufgepackt. Kann sein, dass das vielleicht was bringt, Dunkelheitsschaden, keine Ahnung. Elektrizitätsschaden haben wir gemerkt, bringt nicht so viel mehr. Vielleicht Dunkelheitsschaden. Und wir haben halt gesagt, wir töten erstmal Yahim und dann dauert es ja ganz kurz, bevor die Viecher kommen. Und dann können wir hier oben unsere Waffe ja ausrüsten, bevor wir nach unten hüpfen. Oder auch hier oben bleiben, mal gucken. Und außerdem haben wir jetzt extra für. Haben wir diesen blöden. Sil haben wir den Silberkatzenring mal jetzt angelegt. Und haben dafür den Ring abgelegt, der unser Leben auf 75% beschränkt. Weil, wie ihr seht, wir haben einmal Humanity genommen. Und haben einfach gesagt, ja, meine Güte, wir können jetzt ja eh erstmal dreimal sterben. Bevor wir bei 75% sind. Oder so. Und ja, deswegen brauchen wir den Ring gerade für diesen Bossfight nicht. Weil wir diesen Bossfight natürlich jetzt endgültig in der Folge schaffen wollen. Deswegen hoffe ich mal, dass die Folge dann am Ende ist. Auch heißt Sieg über diese verdammten Wächter oder so. So, und jetzt. Waffe mal. Ups. Okay. War schön eklig aus. Ja. Ich war wie lange es hält. Wahrscheinlich ist es weg, sobald er hier hochspringt. Nee, noch ist da. Naja, ja, doch. 30 Schaden mehr machst du, glaube ich, damit. Also doch, doch, doch. Du machst gut Schaden mehr. Vorsicht, das ist Nummer 2. Jetzt kommt der. Ja, doch! Eieiei. Ey, ich glaube, unten ist doch besser. Ah, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ja, jetzt muss ich. Ja, jetzt. Komm, schlag daneben. Heilen. Vorsicht, komm, dass du hochhüpft! Ja, ich muss mich ja heilen, was soll ich ja, machen? Ja, 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 ja. Wer ist jetzt nochmal Alessia? Ach, scheiße. Keine Ahnung. Oh! Das war gemein. Na, die haben deine Ausdauer runtergekloppt. Aber sie war noch da, da war ja noch ein Drittel da. Sie haben dich von der Seite angegriffen. Und dann war dein Block weg und dann hat sie dich durchgestochen. Deswegen sage ich, die Hellebarde hat so einen krassen Angriffsradius. Gut, das war der Versuch. Vielleicht nicht, wenn diese Folgen rauskommen, kann auch sein, dass Grauton oder Ikelvin dabei, dass wir noch irgendwie das zusammenschnibbeln. Damit ihr euch vielleicht nicht immer diesen Weg hier angucken müsst, wir hochlatschen oder so. Ja. Wobei es dafür im Prinzip ja Grauen ins Grauen gibt, wenn die Kurzfassung der letzten Folgen sehen möchte. Ja, oder so, genau. Der ja. Guckt sich halt das an. Also später, wenn diese Folgen hochkommen, dann in dieser Woche jetzt, wenn ihr das gerade seht, dann wartet einfach bis zum Ende der Woche und schaut euch dann Grauen ins Grauen an, wie es denn vielleicht die lustigsten Tode, die schlimmsten Tode, die knappsten Versuche oder irgendwie so. Ja, vor allem jetzt sind die Highlights ja wirklich, da wird, glaube ich, eine ganze Show nur aus unseren Toten bestehen, weil sind ja keine Gegner mehr da. Ja. Und nix, also wird nur noch ein Tod nach dem anderen. Einfach gezeigt. Na, dann haben wir halt doch mal so ein PewDiePie-Special oder irgendwie so. Ja, PewDiePie zeigt ja auch meistens immer nur, wie er stirbt. Ich weiß nicht, wir stellen uns ja auch nicht doof an, also... Ich weiß nicht, was wir noch machen können. Schreibt in die Kommentare, was soll er machen? Ja, gut. Bei Dark Souls ist es auch, ja, auch wenn man da mal eine Komplettlösung liest oder sowas. Beim ersten habe ich es ja, als ich durch war, mal gemacht, um zu sehen, ob es vielleicht noch irgendwelche Sachen gibt, die ich nicht weiß. Und ja, im Prinzip steht da immer drin, seid besser. Das ist so im Prinzip der Hinweis. Weil, was sollen sie sagen? Ja, weicht den Attacken aus und trefft. Naja. Nein, es gibt ja, naja gut, beim einen oder anderen Boss gibt es immer noch mal so einen Safe-Spot, wo man nicht getroffen wird. Das glaube ich bei denen aber nicht. Glaube ich auch nicht. Ich finde es aber auch wirklich sehr lustig, dass anhand von Dark Souls gerade wieder diese Diskussion um die Innovation in Videospielen losgeht. Warum das? Naja, weil halt es jetzt wieder das Argument kommt, aber wer sich was Neues erwartet hat, es ist nur Dark Souls 1.5. Ach so. Und man kriegt nichts wirklich Neues. Und ich saß da und dachte, aber will man das denn als Dark Souls-Fan? Ja. Ja, das stimmt. Das ist genau wie bei zum Beispiel Assassin's Creed. Ich gebe es zu, ich mag Assassin's Creed. Auch wenn ich es nicht jährlich spiele, sondern ich hänge mittlerweile etliche Titel hinterher.
weil ich einfach zweijährlich spiele, obwohl es jährlich rauskommt. Aber da möchte ich im Prinzip auch nicht, dass das Spielprinzip an sich geändert wird. Wir können natürlich hier und da die Missionen spannender machen und so, aber das Wichtigste ist mir, dass eine neue Geschichte und ein ordentlicher Umfang ist. Und ja, Innovationen können sie dann ja gerne bei anderen Serien. Ich gehe jetzt nochmal runter. Guck ja. Oh, du aber gar keinen Schaden jetzt durch den Katzenring. Das ist gut. Das ist schon mal ein erheblicher Vorteil. Uah. Na, jetzt dieses blöde Schild gerade. Jetzt hält das einmal hoch. Gibt's doch nicht. Mach's runter. Runter. Geht doch. Wow. Wow. So. Ja, man kann jetzt echt nur hoffen, dass die nicht, wenn einer von denen tot ist, sich dann noch irgendwie wieder zusammen merchen. Ich glaube nicht, weil dann wär's echt... Hallo, den anderen, den anderen, den anderen, den anderen. Danke. Nein, ihr werdet jetzt mich nicht umzingeln. Ah, Säule! Fuck! Ah, ich glaube, das Taumeln wurde nicht genutzt. Springt. Ach, das werden sie. Psst. Weil alles springt. Nein! Mann, ey! Was soll man denn da machen? Hat doch keine Zeit, sich zu heilen. Man denkt, okay, jetzt ist der eine fertig, ist der andere dran und dann, whoops. Das Mikrofon schlägt in den roten Bereich aus. Oh, hast du schon wieder zu lange den Fernseher an? Ja, aber das ist auch... Wo ist denn die fucking Fernbedienung jetzt? Das ist aber auch vollkommen willkürlich. Ne. Also mal sagt er mir das nach 6 Stunden, dass er zu lange nicht benutzt wird. Und mal spielt man nicht mal 1 Stunde. Oh, ich wurde zu lange nicht benutzt. Das Problem ist, unser Dunkelheitsgedöns, was wir jetzt die ganze Zeit verwenden, das haben wir noch einmal schon wieder weg. Ja. Ja. Man merkt vielleicht auch, dass wir leicht angespannt sind oder leicht langsam genervt, weil wir diesen blöden Boss nicht hinbekommen. Ja, man muss aber wirklich sagen, das erzähle ich ganz offen. Es war tatsächlich so, dass sowohl Demon's Souls einmal aufgehört hatte in der Mitte und keinen Bock mehr hatte. Okay. Und auch Dark Souls einmal in der Mitte aufgehört habe und keinen Bock mehr hatte. Okay. Und dann kommt, ich mache dann auch immer nicht mit dem Charakter weiter, sondern ich habe dann wirklich immer nochmal von vorne angefangen und ist dann in einem Zug durchgerusht. Okay. Und weil bei Demon's Souls, das fand ich zwar cool, aber da war der Funken noch nicht so ganz übergesprungen. Mhm. Und als ich Dark Souls dann durch hatte, ja, dann gab es halt kein Halten mehr. Dann war es irgendwie, ja, musste es gleich irgendwie 4-mal am Stück durchspielen und platinieren und sonst was alles. Ah, aber man sieht, selbst wenn man Dark Souls 1 platiniert und sonst wie durchspielt, das bringt bei Dark Souls 2 gar nichts. Ich überlege gerade echt fieberhaft, was man noch alles machen könnte gegen diese Viecher. Vorsicht, du stößt dann gleich. Oi. War jetzt ein bisschen glücklich. Ja. Ja, seinen zweiten Schlag vergesse ich irgendwie gerne mal. Sollst du auch nicht, weil das macht jeder von denen. Vielleicht müssen wir auch wirklich doch mehr ausweichen, anstatt mehr anstatt zu. Ja, aber das Ausweichen ist bei denen halt wirklich unfassbar schwer, weil die so von unten links nach oben rechts schlagen. Ja. Sodass sie quasi so eine komplette Bandbreite ab. Ja, jeder von ihren Schlägen geht auch fast nach hinten, also einmal komplett nach hinten, also selbst wenn du dich direkt hinter sie schrollst, bist du trotzdem noch getroffen. Kennen die beiden anderen zumindest irgendeine andere Waffe irgendwie, nicht so eine mega lange Hellebarde, sondern, keine Ahnung, nur ein Schwert oder nur ein Hammer. Es ist so, dass die Geschwindigkeit von den beiden anders ist, dann wäre es vielleicht auch schon mal besser. Ja, 6, ich meine, kann man nicht hinteilen. Du hast den Dunkelheitsschaden jetzt vergessen, aber egal. Impossibru. Oh ja, wir machen mit den Dunkelheitsgedöns, machen wir 20 mehr Schaden. Oh, der andere? Ja, ja. Wo kommst du? Ach. Boah! Boah, jetzt ist der natürlich hier im Prinzip erstmal das leichtere Ziel. Ja. Weil er kann nicht mehr blocken. Ich nehme meine Aussage, dass es nichts nutzt, wenn ihr Schild weg ist, zurück. Vorsicht! Oh.
Nein, nicht umzingeln, nee, nicht umzingeln. Doppeldreh. Ah, da war ein Stein. Egal. Irgendwie hat das Gefühl, dass nur der erste Schlag von diesem Dreh wirklich die Ausdauer wegmacht. Und die anderen Schläge nicht. Es ist immer nur ein Treffer. Obwohl sie eigentlich einen sonst wie oft treffen. Naja, nee, sie müssen ja erstmal bei einem ankommen. Das ist schon so, wenn man direkt vor ihnen steht, wenn sie das gerade machen, dann guckt jetzt. Oh, und jetzt kommt er erst an. Ja. Das lässt sich auf jeden Fall erkennen, dass es mit jedem Mal ein bisschen koordinierter wirkt. Ja. Sieht schon mal jetzt momentan nicht schlecht aus. Jetzt tun sie mir aber gerade auch den Gefallen, alle beide relativ beieinander zu bleiben. Ja. Und nicht irgendwelche komischen Flankier-Moves. Ja. Ja, ja, ja. Durchzuziehen, so. Man muss immer gucken, dass man sich möglichst in die andere Richtung dann bewegt. Und? Ja, komm vor. Das ist gut. Nein! Nein! Da war ich einen Schritt zu weit weg noch. Sprung! Sprung. Der, okay. Die andere springt bestimmt auch gleich. Oder macht einen Schlag. Zweiter Schlag. Vorsicht, der andere? Ja. Oh Gott. Oh, Sprung wieder. Ey, zweiter Schlag. Gut. Die Hände beginnen zu schwitzen. Ja, nicht nur deine, meine auch, obwohl ich nicht am Pad bin. Und. Ah, nee. Komm doch vor! Rieze! Und sind wir ein bisschen. Na, ah, pass auf den. Ja, ja, immer. Auf! Immer. Ah! Ja. Das war jetzt mehr Instinkt, als es tatsächlich zu sehen. Das ist wirklich mehr knapp. Zack, zack, zack. Nein, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Ja. Siehst du, in der Luft! Der hat sich doch in der Luft gedreht! Naja, es ist wieder das Prinzip wie bei diesen großen Rittern. Kurz bevor sie aufschlagen, muss man. Ja, aber ich meine, ich finde es ein bisschen unlogisch, weil, ich meine, wie können sie sich in der Luft noch drehen? Na, Oh! Da waren sie. Nein. Eieieiei. Nein! Ich halte darauf, dass jetzt beide. Ja. Falsche. Ach, Alessia. Bleib doch mal weg. Lass das doch mal Rias und mich hier ausmachen. Genau. Der fühlt sich bestimmt auch beleidigt, wenn du ihm nicht zutraust, alleine zu kämpfen. Schon, wir haben beide Brüder dauerhaft von dieser Schwester unterdrückt. Na gut, sie muss ja auch stark sein, weil sie ist umgeben von Männern. Sie muss ja auch behaupten, als so eine Wächterin. Ja. Ach, hör doch mit deinem Flankierscheiß auf. Hör mal auf, logisch zu denken. Ich glaube, das ist ihnen gefallen, wenn sie nicht. Ganz. Na. Das, ja, bleibt im Bild. Wer greift jetzt an? Wer greift an? Sie hüpft! Ah. Beschützt ihren Bruder. Na, Moment, halten sie mich relativ. Sprung! Oh Gott. Entschuldigt bitte, dass ich jetzt gerade sehr verschieden bin. Tut mir leid, ich müsste eigentlich, jetzt könnte ich gerade moderieren, aber ich bin gerade selber total angespannt und pass auf, ob ich dir irgendwie helfen kann. Sie kommt, das heißt, sie springt. Ja, sie springt nicht. Sprung! So viel dazu. Oh Gott, Ausdauer, schneller. Ja, gut. Zweiter Schlag kommt noch. Sprung! Nein, fuck! Oh! Scheiße! Oh, das war gerade mehr jetzt. Das ist gerade mehr Glück als der Sprung! Nein! Oh! Meine Damen und Herren, Sie erleben hier gerade wirklich Emotionen pur, Angespanntheit, Adrenalin. Die Momente, die Dark Souls ausmachen. Hat nicht getroffen, jetzt trotzdem die Ausdauer gezogen, sehr gut. Liebe es. Dreh! Ich könnte er mal wieder machen. Nein! 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 Oh. Gut, aber es geht voran. Es das geht voran. Es war schon mal ein guter, sehr guter Versuch. Fast den zweiten Tod bekommen. Oh. Da hätte ich nur auf seinen Move warten müssen. Ja. Da wollte ich jetzt, wo sie gerade beschäftigt war, wollte ich einfach schnell zack, zack und dann ist er weg. Und er hat aber gerade noch genau in dem Moment angegriffen. Die lassen sie natürlich auch nicht beirren. Die lassen sich von einem Schlag nicht abhalten. Es ist echt krass, wenn man einmal gut gegen sie kämpft, ist die Folge auch voll. Ja,
Oh, scheiße. Das war bis jetzt unser bester Versuch. Das war meine Chance zum 3 zu 3. Ja. Ja gut, dann rennen wir jetzt wieder noch bis davor. Ne? Und dann. Ja gut, aber das hat uns jetzt auf jeden Fall motiviert. Ja, das weiter zum. Also man kann es schaffen. Wir müssen uns wirklich nur komplett konzentrieren und wirklich. Wir dürfen keinen Fehler machen. Ah, weil du hast. Das war ja wirklich sehr, sehr oft, dass es so extrem knapp war, dass der Schlag noch vorbeiging oder dass die Heilung gerade noch funktioniert hat. Eieiei. Ja, ich habe so das Gefühl, ich habe auf jeden Fall jetzt ein bisschen besser schon im Gefühl, wann sie kurz Pause machen und wann sie direkt weiter. Naja. Ja, so oft wie wir es jetzt schon probieren, muss das ja irgendwie mal kommen, dass wir das im Gefühl bekommen. Die stört sich immer nicht Ja, also wie daran. gesagt, muss man sich auch nicht für entschuldigen. Ich meine, so ist Dark Souls nun mal. Ja. Wie gesagt, wie gerade eben schon gesagt, dafür ist Dark Souls bekannt für dieses Adrenalin pur, diese Ängste, dass es eigentlich fast gerade funktioniert und dann aber knüppelt sie einen knallhart wieder auf den Boden. Ja, gut, diese Erfahrung wird The Ramen beim nächsten Mal dann hoffentlich nicht machen, sondern Aber es den wird wahrscheinlich Triumph. passieren, ja. Gut, dann bis zum nächsten Mal, euer The Ramen. Und euer Gauton. Ciao.